was für ein Muss. Doch was muss das Muss? Und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich darf euch auf das Herzlichste, auch im Namen des Lehrerkollegiums, zum Schuljahresbeginn auf Schloss Einstein willkommen heißen. Ist der für uns? Ja, wir wollen euch auf eine kleine Reise in die Vergangenheit einladen. Und meine Eltern haben mich hier angemeldet. Und du sagst, du heißt Kelly. Hier gibt es dich nicht. Ich bin der Neue. Und was machst du auf meinem Bett? Verschwinde und zwar sofort, sonst gibt's Ärger. Hör mal, die Betten hier sind schon verteilt. Ja, es handelt sich um unsere neue Bibliothek. Und ich brauche dringend Helfer, die mit mir gemeinsam die Bücher vom Foyer nach oben transportieren. 3000. Das könnte ich aber langsam meine Dusche vertragen. Ich habe euch ja außer Ruhm und Ehre auch noch Abenteuer versprochen. Ja? Danke. Dann? Sind die jetzt geschenkt oder nur geliehen? Die gehören ab Dankeschön. Sofort euch. Ich habe mal, was ich hier gefunden habe. Doch noch ein Schatz zu finden ist. Mach endlich, dass du vor meinem Bett runterkommst. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich bin neu hier und ich dachte, dass jeder hier... Das ist aber trotzdem noch kein Grund, mir das Bett zu klauen. Sorry, ich dachte, jeder hier auf dem Internat hat die gleichen Rechte. Stimmt aber nicht so, mein Lieber. Wie denn? Indem man fragt zum Beispiel. Sag mal, wir sind uns doch auch schon mal begegnet, oder? Ja, neulich bei diesem African Afternoon. Sie hatten einen total guten Stand. Danke. Wieso hast du das damals nicht gleich gesagt, dass du hier aufs Internat kommst? Es sollte doch eine Überraschung werden. Also, die ist dir voll gelungen. Was ist denn nun mit meinem Bett? Moment, du bist noch nicht dran. Also, ehe ich es vergesse. Du sollst dich morgen im Büro des Direktors melden. Da gab es einige Unstimmigkeiten. Was ist denn passiert? Ich glaube, Dr. Wolfert hat deine Anmeldung nicht gefunden. Aber die muss doch da sein. Vielleicht ist sie auch verloren gegangen. Was ist denn nun mit meinem Bett? Ich glaube, ihr seid alt genug, ihr managt das auch alleine. Wir regeln das schon. Sag mal, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn du mal eine Nacht auf diesem Klappbett schläfst und den Kleinen jetzt in Ruhe lässt? Ich höre wohl nicht richtig. Leg du dich doch drauf. Wir können uns ja abwechseln. Bitte, dann fang mal an. Also gut, einverstanden, bevor es noch mehr Stress gibt. Und jetzt runter von meinem Bett. Aber das bringt doch nichts, wenn ich nochmal umziehe. Am besten ist, ihr tauscht direkt. Das könnte dir so passen. Punkt 3, am Nachmittag ist es soweit. Verstehe ich irgendwie nicht. Na, Romeo? Was hast du denn da? Das war in dem Buch, was Fabian mir geschenkt hat. Zeig mal. Hey, der hat auch so ein Teil. Das gibt's ja nicht. Ist das etwa... Bei euch war auch so ein Teil drin? Ja, wir wollten dich gerade fragen, ob du eine Ahnung hast, was das heißen soll. Du kennst dich doch so mit Zauberbüchern aus und so. Lass mal sehen. In die junge Tanne auf der Liebesau. Punkt 3, am Nachmittag ist es soweit. Doch bedenk nur das Vergehen der Zeit. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Sehe ich auch so. Die Linien passen doch überhaupt nicht zusammen. Warte mal, vielleicht geht's ja... So. Das bringt doch nichts. Ich hab's. Da fehlt noch was. Was denn? Es waren noch 6 Bücher, oder? Ja, natürlich. So fragst du. Genau. Vielleicht ist in jedem der Bücher so ein Teil drin. Sieht ja irre aus. Augenblick, Max. Hendrik wird uns zu diesem Experiment gleich was sagen. Bist du vorbereitet? Ja, natürlich. Dann nimm bitte deinen Kaugummi aus dem Mund und fang an mit deinem Vortrag. Thema? Veränderte Aggregatzustände. Bitte sehr. Stickstoff, lateinisch Nitrogenium, ist ein farb- und geruchloses Gas, das sich neben dem Sauerstoff und anderen Gasen auch in großen Mengen in unserer Luft befindet.
Erst durch starke Abkühlung auf minus 195 Grad lässt sich das Gas verflüssigen. Wenn man dann zum Beispiel eine Hose eintaucht... Hendrik, sei nicht so albern. Entschuldigen Sie bitte, Frau Galwitz, eine Rose natürlich. Dann friert sie in Sekundenbruchteilen. Sie verändert sofort ihren Aggregatzustand. Gut, prima. Was passiert denn, wenn man seine Hand in den Stickstoff eintaucht? Also Max, wenn dir der Aggregatzustand deiner Hände nicht mehr passt, dann probier's doch einfach aus. Ende der Diskussion. Eben weil das gefährlich wäre, habe ich den Vorgang per Video gezeigt und nicht in Natura. Hendrik, mach bitte weiter. Man kann flüssigen Stickstoff nur in bestimmten Gefäßen aufbewahren. Diese sehen dann zum Beispiel so hier aus. Ja, das Material muss großen Druck aushalten können. So Sven, jetzt bist du dran. Woher stammen denn deine Eltern? Mein Opa hat mal gesagt, dass wir aus Polen kommen. Und hat dein Opa dir auch gesagt, wann eure Familie nach Deutschland gekommen ist? Ich glaube, Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja, das ist gut möglich. Gerade vor dem Ersten Weltkrieg kamen sehr viele polnische Familien ins Ruhrgebiet, um sich dort Arbeit zu suchen. Darum heißen heute noch sehr viele Leute Sawatzki, Saldecki, Tilkowski. Oder Koslowski? Ja, zu deiner Frage kommen wir gleich. Ja, Charlotte? Woher kommt eigentlich Tessas Name? Ach, jetzt hör doch mal auf. Tessa Rindfleisch. Ja, Tessa, offen gestanden, ich muss zugeben, da bin ich etwas überfragt. Ich vermute, dass deine Vorfahren vielleicht aus dem Fleischerhandwerk kommen oder aus Händlerkreisen. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Herr Dr. Wolfert. Dr. Scholberg hat angerufen, er kommt später. Ich hielt es für besser, wenn Dennis in der Zwischenzeit schon mal am Unterricht seiner zukünftigen Klasse teilnimmt. Ja, das ist richtig, Frau Kunze, haben Sie vielen Dank. Dennis, herzlich willkommen bei uns. Wo wollen wir dich denn mal hinsetzen? Na, am besten zu Sven. Muss das denn sein? Ja, Sven, das muss sein. Dennis, wir sind gerade dabei, über unsere Herkunft zu sprechen. Weißt du, woher deine Familie stammt? Ich glaube, irgendwo aus Amerika. Ach, du bist Amerikaner? Ich nicht, aber mein Opa. Welchen Nachnamen hast du denn? Na, Kelly. Du gehörst doch nicht etwa zur Kelly Family. Nein, aber mein Vater spielt auch in einer Band. Echt? Was machen die denn für Musik? Jazz mit Schlagzeug, Trompete und Banjo. I come from Alabama with my banjo on my knee. Und zog nach Louisiana zu meiner Liebsten hin. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. Danke, danke, das genügt. Wo bist du eigentlich geboren? In München. Und wie heißt die Band von deinem Vater? Na, die Kelly Brothers. Ich glaub dem kein Wort. Halt doch mal endlich deine Klappe, ich möchte dazuhören. Danke, Hendrik. Das war sehr ordentlich. Was heißt denn ordentlich? Ja, ordentlich heißt ordentlich. Also eine Eins. Naja, also so toll war es dann auch wieder nicht. Hefe, was ist denn das für eine Sauerei? Oh nein, Kaugummi an meiner neuen Hose. Och, Kinder, nö. Die habe ich mir gerade erst in England gekauft. Tut mir leid, Frau Galwitz, das wollte ich nicht. Also ich bitte dich, das wäre ja noch schöner, wenn du es auch noch gewollt hättest. Ich kann sie aber reinigen lassen. Ach, das bringt doch nichts. Die Hose ist hin. Himmeldonnerwetter, wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt mit diesem verdammten Kaugummi-Gekau aufhören? Aber Hendriks Eltern sind doch bestimmt haftpflichtversichert. Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir um diese Hose. Das ist ein Einzelstück, Designerteil. Das habe ich mir direkt bei der Manufaktur gekauft. Meine Mutter fährt bald wieder nach London. Also wenn sie wollen, könnte sie ihnen vielleicht eine neue Hose mitbringen. Hast du nicht gehört? Es war ein Einzelstück. Oh, stimmt. Tut mir leid. Ach, tut mir leid, Hendrik. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Ah ja, sie wollten ja sowieso keine neue Hose. Thekla, noch ein Wort und du kannst die Klasse verlassen und dich im Lehrerzimmer melden. Fand ich übrigens echt cool, die Nummer mit dem Banjo. Wie viele Leute sind eigentlich in der Band von deinem Vater? Warte mal, mein Vater am Banjo, William an der Trompete und Carlos an der Klarinette. Von der Klarinette hast du ihm gar nichts erzählt. Lass ihn doch. Stimmt. Da sind sie noch, die Zwillinge. Zwillinge? Ja, George und Bill. Die spielen vier nicht auf dem Piano. Das sind wirklich die schärfsten Player der Südstaaten. Du heißt also Kelly? Ja, Dennis Kelly. Wieso? Weil in deiner Jacke Makeba steht. Ey, was hast du meine Jacke zu suchen? Nichts, aber sag mir jetzt bloß nicht, dass Makeba ein Markenlogo ist. Okay, aber dürfen nichts verraten. Kelly ist ein Deckname. Deckname? Bist du James Bond oder was? Sei doch mal still!
Meine Eltern arbeiten beim Geheimdienst. Wirklich? Ach, jetzt lass ihn doch mal ausreden. Erzähl weiter. Weiter ist da nichts. Mehr darf ich nicht verraten. Und dir auch nicht. Verstanden? Und was ist mit Guppi? Guppi? So nennen wir unseren Direktor. Erzählst du dem was von deinen Eltern? Natürlich nicht. Oh, ich muss jetzt los. Guppi füttern. Wir sehen uns. Also, wenn ihr mich fragt, der verarscht uns alle. Durch die Kehle heiß, drinnen muss das Eis. Okay. Was machen wir jetzt eigentlich mit unseren Karten? Ganz einfach. Du gehst die Stelle finden, wo das Herz die Schaltenspitze küsst. Und sobald du den Schatz gefunden hast, rufst du uns. Aber irgendwie fehlt da noch was. Kluges Kerlchen. Und dreimal darfst du raten, wo die anderen Teile sind. Meint ihr im Einstein? Genau. Wenn die Teile im Einstein sind, dann hilft nur eins. Wir müssen sie holen auf leisen Sohlen. Wieso das denn? Wir können die anderen doch einfach mal fragen. Na klar. Hallo, ich habe ein paar Teile einer Schatzkarte gefunden. Könnt ihr mir bitte eure geben? David hat recht, das klappt doch nie. Wisst ihr was? Ich check einfach mal, ob die Einsteiner ihre Karten schon gefunden haben. Sollten wir da nicht mitkommen? Nee, so schwierige Sachen überlassen wir lieber mir. Das stört ihr jetzt. Wie du willst. Da, wo Antonia Romeo küsst. Der Schatz bestimmt zu finden ist. Egal, wird zwar vielleicht sauer. Hätte nicht mehr viel gefehlt und sie hätte Tegel eine gescheuert. Scheint ja unheimlich an dieser Hose zu hängen, die Frau. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Naja, Lieblingshose ist eben Lieblingshose. Stimmt auch wieder. Wenn ich gewusst hätte, dass sich die Geilwitz ausgerechnet auf meinen Platz setzt, hätte ich den Kaugummi mit Sicherheit woanders hingeklebt. Hätte hilft uns jetzt auch nicht mehr weiter. Hm. Also, bist du fertig? Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, lass uns mal wissen. Gut, wie du meinst. Okay, was willst du? Verdünner oder Fleckenentferner? Verdünner, damit kenne ich mich aus. Das Zeug benutzt mein Vater auf dem Schiff auch immer, wenn er die Farbe aus seinen Klamotten nicht mehr rauskriegt. Müssen wir die Kaugummis nicht noch ein bisschen antrocknen lassen? Gut, ich zähle bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bubblegum, wir kommen. Und was machen wir jetzt? Wir suchen die anderen Teile. Was sonst? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die so einfach rausdrücken. Nee, einfach wird es sicher nicht. Achtung. Hallo. Hi. Schön, dass du auch mal vorbeikommst. Willst du Fabian beim Sortieren helfen? Nee, eigentlich wollte ich euch nur was fragen. Und was? Ob einer von euch sein Band mit mir tauschen will. Soll es etwa heißen, du hast das ganze Buch schon ausgelesen? Ja, natürlich. Das war so spannend. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Drei Zwillinge auf einmal. Was die alles in den... Schon gut. Den Rest lese ich lieber selber. Hier, kannst meins haben. Ich bin auch schon fertig. Danke. Sag mal, suchst du was? Nee, in meinem Band war bloß so eine alte Postkarte drin. Da wollte ich einfach mal gucken, ob in dem hier auch sowas rumliegt. Also, ich gehe dann mal. Warte mal, du hast was vergessen. Oh, ja, natürlich. Hier, bitte. Und viel Spaß mit den drei Zwillingen. Wegen alte Postkarte und tauschen. Die wollte doch bloß spionieren. Keine Angst. Hier findet garantiert niemand unsere Sachen. So, alles prima. Aber ohne die Teile von denen sind wir aufgeschmissen. Oh, Scheiße! Jetzt ist ein Loch im Stoff. Ich glaube, die Nummer können wir knicken. Vielleicht sollten wir doch noch mal die Mädels fragen. Nicht mit mir. Die Story mit Klabauter reicht mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dein Gute-Nacht-Hund sah doch nach der Behandlung von Anna richtig stark aus. Vergiss es, habe ich gesagt. Verdammt, das Zeug klebt wie Sau. Wir müssen es irgendwie verflüssigen. Hey, das ist es. Was hältst du davon, wenn wir den Kaugummi in einen anderen Zustand versetzen? Du meinst wie die Rose im Stickstoff? Du hast es erfasst. Wir frieren das Zeug einfach ein. Aber die Rose ist in tausende Teile zerbrochen. Stimmt, aber für so ein Kaugummi an der Hose brauchen wir bestimmt nicht minus 195 Grad.
Das dürfte auch bei weniger gehen. Willst du sie ins Tiefkühlfach legen? Nee, aber in die Gefriertruhe. Da gibt es nur ein winzig kleines Problem. Ja, und das wäre? Wie kommen wir an die Hose? Da ist man einmal unterwegs, überlässt ihnen die Vertretung und schon geht hier alles drunter und drüber. Ich muss Sie doch sehr bitten, nicht so schamlos zu übertreiben. Außerdem wollte ich das Internat nur vor einer Blamage schützen. Wie soll ich das denn bitte verstehen, Herr Kollege? Naja, es wäre doch gut möglich gewesen, dass Sie diese Anmeldungsformulare vom Dennis Kelly wahrhaftig verlegt haben. Mein lieber Herr Dr. Wolfert, wenn ich Ihnen sage, dass ich niemals eine Anmeldung für diesen Jungen erhalten habe, dann können Sie davon ausgehen, dass dem auch so ist. Und wie kommt es dann, dass der Junge sich so gut im Internat auskannte? Ja, das ist ja wohl simpel. Wie wir von Frau Kunze wissen, war er am Tag der offenen Tür hier. Und offensichtlich hat er sich dabei sehr genau bei uns umgesehen. In dem persönlichen Gespräch zwischen uns machte der Junge einen sehr positiven Eindruck auf mich. Sie wollen doch wohl das nicht als Argument anführen. Bei unseren Anmeldungen gelten Fakten und nicht irgendwelche wie auch immer gearteten Eindrücke. Überdies ist Dennis Kelly bei mir nicht angemeldet. Vielleicht überprüfen wir diese Anmeldungsformulare doch noch einmal, bevor wir die Polizei rufen. Was glauben Sie denn, was ich hier die ganze Zeit mache? Entschuldigung, lieber. Also gut, ich schlage vor, dass wir die Unterlagen noch einmal gemeinsam überprüfen. Einverstanden. Womit soll ich anfangen? Das Buch, in dem die Teile sind, muss hier irgendwo sein. Das hatte so ein Segelschiff auf dem Cover. Kann es das hier gewesen sein? Ja, ich glaube, das ist es. Die großen Entdecker. Kein schlechter Platz für einen Schatz. Guck doch einfach mal nach. Hallo, ihr drei. Lasst euch nicht stören. Finde ich ja gut, dass ihr mal wieder in der Bibliothek vorbeikommt. Ja, ja, wir auch. Die Stapel hier, die müssten noch sortiert werden. Wir wollen eigentlich mehr was ausleihen. Ja, die Bücher, die sie uns nämlich geschenkt haben, waren so toll. Na, wenn das so ist, dann bedient euch. Ihr habt die freie Auswahl. Meine Damen und Herren, von Potter bis Einstein, was darf's denn sein? Aber vergesst nicht, in den Computer einzutragen, was ihr euch ausgeliehen habt, ja? Natürlich, Herr Fabian, wird gemacht. Okay. Meint ihr, der hat was gemerkt? Aber nicht vergessen. Ja, natürlich, wir tragen alles haarklein in den Computer ein. Oh mein Gott, ich glaube wirklich nicht, dass die Teile hier sind. Die Internatler sind doch nicht so blöd und verstecken die Sachen ausgerechnet hier in der Bibliothek. Ja, aber ich hab's doch selber gesehen. Ist in diesem Entdeckerbuch wirklich nichts drin? Bitte hier, siehst du was? Nichts. Es gibt keine Anmeldung für Dennis Kelly. Was für eine Überraschung. Wie erklären wir denn jetzt der Polizei, dass wir den Jungen einfach die ganze Nacht bei uns behalten haben? Wenn ich das wüsste. Ich denke, am besten ist es, wenn wir uns da so schnell wie möglich melden. Entschuldigen Sie bitte, die Störung. Sehen Sie denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Moment, Herr Wolfert. Kommen Sie doch näher, was gibt's? Hier, sehen Sie selbst. Dennis Makeba, Freisinger Straße 101, Berlin. Ich denke, der heißt Kelly. Na, dachte ich auch. Ja, was soll denn das heißen? Der kommt gar nicht aus München. Der wohnt ja irgendwo in Berlin. Scheint so. Das ist ja unfassbar. Da werde ich jetzt aber sofort die Polizei rufen. Augenblick bitte, Herr Dr. Wolfert. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich mir die Adresse gern mal näher ansehen. Einverstanden. Aber ich begleite Sie. Da fällt mir ein, ich muss ja noch den Wagen aus der Werkstatt holen. Ja, und was wird jetzt aus mir? Ja, was soll mit Ihnen werden? Sie vertreten mich so lange. Hey, was macht ihr denn hier? Sortieren, was denn sonst? Und, kommt ihr voran? Danke, ihr könnt ja mithelfen. Wie wär's, wenn wir jetzt mal endlich mit dieser albernen Geheimniskrämerei aufhören würden? Was denn für Geheimniskrämerei? Ihr sucht Teile der Schatzkarte und wir auch. Was ist? Tauschen wir. Okay, an uns soll's nicht scheitern, dann zeigt mal her. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir so blöd sind und die Teile hier in der Bibliothek versteckt haben. Wo sind denn eure? Gut versteckt, aber wenn ihr uns eure gebt, bringen wir euch nachher unsere. Auf solche Tricks haben wir schon lange nicht mehr rein. Was für Tricks denn? Ihr könntet die Teile ja inzwischen fälschen. Und wie? Indem ihr irgendetwas an den Kopien ändert. Kopien? Wieso das denn? Ihr könnt uns natürlich auch eure Originale geben. Aber dann habt ihr leider nichts mehr. Romeo hat recht. Wir kopieren und dann tauschen wir. Okay, aber bevor wir tauschen, vergleichen wir die Kopien mit dem Original. Wann und wo soll denn der Tausch stattfinden?
Wie wär's hier in der Bibliothek? Nee, lieber um 8 am Kanal. Auf der Brücke. In Ordnung, aber ich warne euch. Keine miesen Tricks, sonst... Geht klar. Herein. Hendrik, was gibt's denn? Also, ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen entschuldigen. Darf ich reinkommen? Bitte. Mir tut's echt leid, Frau Galwitz. Ja, das hast du schon dreimal gesagt. Und ich glaub dir das sogar. Aber das ändert leider nichts an der Tatsache, dass das gute Stück hinüber ist. Ja, aber ich will nicht, dass Sie wegen des blöden Kaugummis weiter noch mich sauer sind. Ich bin nicht sauer auf dich, ich bin sauer auf den, der das Kaugummi unter die Bank gepappt hat. Und ich hoffe, derjenige hat was draus gelernt. Ja, und Sie wollen wirklich keine neue? Wirklich nicht. Für mich ist die Sache endgültig erledigt. Na, hab's ja bloß gut gemeint. Wenn du mir und dir was Gutes antun willst, dann lass dich von mir nie wieder mit einem Kaugummi im Mund erwischen. Verstanden? Hm. Und was wird jetzt eigentlich aus der Hose? Die kommt ins Museum als ewige Erinnerung an deine Schandtat. Und jetzt raus mit dir! Bitte melden, unser Codewort ist Schatz, over. Hi, Schätzchen, was gibt's, over? Schätzchen? Soll das etwa heißen, du willst was von Otto? Ach Quatsch, Kennwort Schatz. Otto ist voll der Spinner. Also ich gehe jetzt los, ja? Nein, warte mal. Schätzchen. Sind die bewussten Objekte vorhanden, over? Objekte vorhanden, Austausch vorbereitet, over. Sehr schön, Schätzchen, dann kann's ja losgehen, over. Also worauf warten wir jetzt noch? Kann ich losgehen? Ja, geh. Schätzchen, ich habe jetzt Emily losgeschickt. Es kann losgehen, over. Unser Mann auch, over. Er meint natürlich unsere Frau, over. Danke, Schätzchen, over. In Ordnung, Schätzchen. Gehen wir danach zu mir oder zu dir? Ich sag dir noch so einen Spruch und ihr könnt eure Teile in den Reißwolf schmeißen, over. Hast du die Kopien? Hier sind die Teile. Lass sehen. Alles okay. Bei mir auch. Augenblick noch. Was denn jetzt noch? Von jetzt ab arbeiten wir wieder alleine. Okay, einverstanden. Aber wer den Schatz zuerst findet, gibt den anderen einen Teil ab. Einverstanden. 10%. Kein Gramm mehr. Meinetwegen. Warum haben wir eigentlich den Wagen bei der Nummer 1 geparkt? Ja, warum eigentlich? Damit wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen können. Das nächste Haus müsste aber dann die 101 sein. Sind Sie sicher? Nach der 99 kommt hier die 101. Sie haben recht. Wir sind da. Das gibt es doch nicht. Jugendaufbauwerk Kinderheim Janusz Korczak. Das ist ja ein Waisenhaus. Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.